eines, das nie einbricht. Genau. Aber das Schöne ist halt, wenn ich hier weiterhin so viele Leute kriege, kann ich bald auch das Stadion bauen. Und okay, da brauche ich noch viel mehr, 150.000. Dann kann ich bald auch mein Firmenhauptquartier bauen, worauf ich ja noch richtig scharf bin. Das dauert aber alles noch ein bisschen, wahrscheinlich sogar noch länger als gedacht. Und ist ja auch cool, ich habe hier noch das Transportzentrum direkt als Hafeneinfahrt drin. Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass da noch eins drin steht. Hat sich mittlerweile ein bisschen überholt, oder? An der Stelle. Wir machen das mal. Zack, zack. Und die befördern wir auch. Na komm, noch eine Beförderung? Nö. Schade. Warum nicht? Warum kann ich die nicht befördern? Leute, muss gehen. Muss hier eine Beförderung hinkriegen. So, dieses da noch. Und dann müsste ich rein theoretisch. Es geht schon wieder nicht, wie ich will. Das. Genau, dann können wir hier befördern. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, ja, ich kümmere mich gleich drum. Erstmal befördern wir noch ein paar kleinere Gebäude. Ursache und fehlende Waren. Ich hätte vielleicht nicht so viele Häuser gerade befördern dürfen. Und geht's jetzt? Nö, immer noch nicht. Ich will da unten dieses eine kleine Gebäude noch zum Mega-Hochhaus. Aber irgendwie will er nicht. Also, das ist eine... Will einfach nicht. Jetzt geht's. Jetzt geht's. So, komm. So, dann sind sie da unten hoffentlich auch alle zufrieden. Und ich ärgere mich jetzt, dass ich so viel befördert habe, denn die intelligente Kleidung und natürlich hier oben unsere Spritzen sind mal wieder ein Problem. Aber auch das ist ein Problem, was ich hoffentlich gleich gelöst kriege. Moment. Zack, zack. Dann brauchen wir hier Platz, weil wir nämlich... Oh, warum hat er das da oben nicht weggenommen? So, denn... Es müsste eigentlich gehen, oder? Ja, es geht. Kann ich hier oben noch erweitern? Ich baue mal das hier hin. Genau. Dann, wie immer, hier die Parkplätze zur Seite. Und weil das wahrscheinlich jetzt mit dem hier nicht gepasst hat, habe ich doch gesagt, dann bauen wir hier noch die Erweiterung hin. Dann ist das schon mal in Ordnung. Das sieht sonst gut aus. Da hat sich nichts verschoben in den ganzen Werten. Also nicht, dass ich jetzt hier agieren müsste. Dann mache ich hier jetzt die Parkplatzfläche wieder zu. Und was fehlt noch? Ach ja, die Kleidung. Ich kann mich wieder daran erinnern. Kleidung. Kleidung machen Leute, besonders wenn sie intelligent ist. Reden auch sie mit ihrer Jacke. Oder so. okay. Gut. Ja. So, ja, soweit sieht es doch gut aus. Dann habe ich jetzt hier vorne auch diesen komischen kleinen Logistikhafen weggenommen. Gut, die Bevölkerung wächst jetzt nicht mehr. Dann müsste ich also die weiteren Häuser befördern. Logisch. Was ist denn hier los? Welche Vergünstigungen Sie mir anbieten. Ich sehe gerade, ich könnte hier noch ein bisschen befördern. Zumindest eins. Das mache ich mit. Wenn noch eins geht, wird eins mitgenommen. In der Hoffnung dessen, dass das jetzt hier nicht wieder Probleme verursacht. Ja, hat Probleme verursacht. Es ist doch jedes Mal dasselbe. Ein einziges Gebäude und schon passt irgendwas nicht mehr. Okay, aber das kriege ich Gott sei Dank noch ausgeglichen. Denn ich habe ja oben in der Antarktis noch einen kleinen Produktionsüberschuss gehabt. Verarbeite Informationen. Genau. Und wie gesagt, Credit Limit 3,6 Millionen plus 57.000 knapp. 58.000 in der Überschussrechnung, in der Bilanz. Ihr könnt euch nicht ausmalen, wie froh ich bin, dass wir aus diesem Minus raus sind, dass ich es geschafft habe, durch die riesigen Ausbauten, die ich hier gemacht habe, endlich einen Überschuss zu haben. Und ja, ich weiß, ich müsste jetzt rein theoretisch hier hinten noch ganz viele Arbeiter aufsteigen lassen und auf der Insel noch mehr. Und dann habe ich ja wieso noch das ganz große Problem, wie
wie man das Ganze dann handelt, weil dann stimmen natürlich hier unten die Werte auch wieder nicht und das Sicherheitsbedürfnis nicht oder das Informationsbedürfnis und so weiter und so fort. Vom Bahnhof mal ganz zu schweigen, ne? Also, der ist ja auch so ein Ding für sich. Aber ja, das sind alles Sachen, wo ich sage, okay, das kommt mit der Zeit und es bleibt natürlich das Ziel, 150.000 Investoren hierher zu kriegen. Oh, Biopolymer, ja. Yeah. Aber 150.000 Investoren herzukriegen, natürlich auch dann noch genug Androiden zu haben, um die abzuliefern. Moment bitte. Die habe ich nämlich gerade. Wie ich sehe. Raumhafen. Ne? 30 brauchen wir. Wir haben genau 30. Und es werden ja immer mehr produziert. Ich habe ja hier unten noch so eine kleine Überschussrechnung. Also das kann ich schon mal machen. Ne? Kann ich noch schnell mitnehmen hier heute. Nehmen wir einfach mal mit und liefern das dann hier da bei ihr ab. Ne? Schickt die Bots rein. Der schwierigste Teil ist, die originale KI-Einheit zu erhalten. Wir schließen besser einige Androiden an die Server der Arche an, um Sicherheitskopien anzulegen. Nur für den Fall. Das war die Aufgabe. Danke. Das hat meine Forschung um Lichtjahre vorangebracht. Aber gerne doch. Stichwort. Möchten Sie an einem unserer Projekte teilnehmen? Ja, vielleicht. Was gibt's denn? Strom an. So, der nächste Schritt ist es, die Arche mit Elektrizität zu versorgen. Die Akkumulatoren an Bord sind nutzlos. Daher hoffe ich, dass ich Ihr Netzwerk anzapfen kann. Halten Sie eine Energiebilanz in Kap Amber von 2000. Wir haben 1305, also kurzum, das reicht nicht und zwar für 15 Minuten. Und wisst ihr was? Da das die wunderbare Aufgabe ist, sehe ich da gar kein Problem mit. Und zwar baue ich dann nämlich einfach mal ein Kraftwerk. Ja, ich sehe da gar kein Problem mit, ein bisschen Strom haben zu wollen. Ungefähr so. Und weil wir 2000 hinkriegen sollen. So. Und wenn ich es dann nicht mehr brauche, schalte ich es wieder ab. Ne? Ich meine, ich habe es gerade. Ich kann es mir leisten. Ich habe auch genug Upgrade-Teile. Deswegen ist es kein Problem. Kein Problem. Kriegen wir hin. Und funktioniert auch. Gut. Dann habe ich diesen kleinen Teil auch gemacht. Und jetzt gibt es mal wieder eine kleine Kamerafahrt über das Island, was für euch natürlich bedeutet, dass ich eine Aufnahmepause mache. Ist ja immer so. Wenn ich einmal kurz die Karte zeige, dann war es das für mich für den heutigen Tag, wo ich dann aufgenommen habe. Also deswegen, jetzt gibt es da eine Aufnahmepause. Ich finde, ich bin relativ weit gekommen heute. Also dafür, dass ich die gesamte Industrie umgelegt habe. Also von der einen Insel auf die andere. Ich meine jetzt nicht kalt gemacht, ne? Also so nicht. Ich habe die einfach nur verlagert von dieser Hauptinsel hier, die im wahrsten Sinne des Wortes mittlerweile verdammt groß und vollgebaut ist, habe ich ja die Industrie hinten jetzt auf eine andere Insel verlagert. Unter anderem auch auf diese Insel hier, die ist ja auch neu. Zwei Inseln besiedelt. Die Neubauinsel. Neubausiedlungsinsel, die sich hier ein wenig modifiziert, aber wirklich nur ganz klein wenig. Ne? Den Bahnhof, über den wir gleich fliegen, der ist ja auch neu. Ein Sicherheitszentrum wurde noch eingebaut. Also deswegen, so ein bisschen was habe ich hier gemacht, aber nicht wirklich viel. Und ich habe es endlich geschafft, die Androidenstädte hinzukriegen. Also deswegen, es geht voran. Ne? Langsam, aber es geht voran. Die Karten werden immer voller. Die Leute werden immer zufriedener, die Bilanz wird immer positiver und ich muss sagen, darüber bin ich ja wirklich am meisten froh. Also deswegen, es geht bergauf und langsam aber sicher habe ich auch wieder den Eindruck, wir kommen auf einen grünen Zweig im Spiel. Zwischendrin hatte ich den Eindruck, das funktioniert nicht so richtig, aber nachdem ich eben gesagt habe, ich baue jetzt ganz groß aus, ja, da habe ich dann die Kurve gekriegt, dann wurde es besser. So, jetzt werde ich aber dann doch beenden, denn ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht jetzt am Ende. Bin ja schon bei der zweiten Kameraüberfahrt. Also deswegen, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Wir sehen uns wieder demnächst bei Anno 2205. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen hier wieder bei Anno 2205. Unsere Inseln sind ziemlich bepackt, bebaut und
Ich gebe zu, ich habe Anno jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gespielt, aber jetzt gerade vor 2 Tagen, jetzt heute sozusagen, wenn ich es auch 2 Tage her, ist das letzte kostenlose große Update gerade rausgekommen. Also wenn ihr das hier seht, wird es allerdings schon relativ lange draußen sein, also deswegen wundert euch nicht. Es ist die Börse angekommen. Ja, also nach Patch Notes kann man jetzt eine Börse bauen und in Konkurrenzkampf mit anderen Großunternehmen treten. Gut, das haben wir ja bisher schon die ganze Zeit gemacht, dass wir eigentlich im Konkurrenzkampf standen. Aber jetzt halt mit Aktienwert, und ich hoffe, dass wir nicht gleich pleite gehen werden, wenn wir eben an die Börse starten und unser Unternehmen dort anbieten. Zweite große Änderung, die es mit dem Patch gab, sind Naturkatastrophen, wenn ich es richtig gelesen habe. Auch die habe ich eingestellt. Ich habe sie auf selten gesetzt. Ich bin schon gespannt, wie oft sie dann auftreten und in welcher Form die aussehen. Aber ich weiß noch gar nicht, was mich hier erwartet mit dem neuen Patch. Oder geschweige denn, wie ich jetzt fortfahre, weil ich kann mich daran erinnern, als ich aufgehört hatte, war ich an so einem leichten toten Punkt, weil ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich die Karten vollgepackt hatte mit Gebäuden, wie man ja auch hier so schön sieht. Es reicht aber ja noch nicht aus, weil wir müssen ja immer noch hier 150.000 Investoren kriegen, und ich bin ja noch weit davon entfernt. Ich bin ja noch nicht einmal bei der Hälfte angekommen. Denn ich wollte noch das Stadion bauen und, ach ja, ich musste hier die Energie noch halten, sehe ich gerade, aber das dürfte momentan noch kein Problem sein, noch 13 Minuten, dann geht es auch weiter mit der Hauptmission auf dieser Karte. Aber die Investoren, die sind ein Problem aus dem ganz einfachen Grunde: wenn ich die jetzt alle befördern lasse, brauche ich neue Materialhersteller, logisch, also die praktisch die ganzen Rohstoffe herstellen. Und die sind ja bei mir immer relativ knapp bemessen, also müsste ich neue Industrieanlagen bauen. Die brauchen wiederum Geld, was dann die hier oben die Kreditbilanz in den Keller zieht. Und was? Ach, guck mal. Das ist das, was auch neu ist. Und zwar haben die einzelnen Karten unterschiedliche Produktionsvorteile. Das habe ich auch gelesen, dass das jetzt drin ist. Und diese hier, weil ich im Cap Amber bin, hat eben eine Produktionsrate von 20% auf Wasser. Wasser ist es. Die Entsalzungsanlagen arbeiten effizienter. Okay, gut zu wissen. Und dann haben wir auch hier den neuen Hilfetext zum neuen Update. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das Mondlizenzierungsprogramm abgeschlossen, aber es ist noch viel zu tun. Die Big Five werden neben Ihnen weiter wachsen. Prüfen Sie Ihren Stufen oben rechts im Firmenprofil. Ja, das prüfen wir gleich, welche Stufe die haben. Das Menü beinhaltet auch eine Übersicht der Erfolge, die Sie für das Freischalten neuer Firmenlogos erhalten, und andere Belohnungen. Das weiß ich, glaube ich, schon. Aber schauen Sie sich in der Übersicht der Pläne Oder schauen Sie in die Übersicht der Pläne, um zu erfahren, welche Gebäude noch nicht freigeschaltet wurden. Auch das weiß ich. Das ist nicht neu. Weil wir hatten ja schon oft hier einen Blick auf die Pläne geworfen, also deswegen, das ist nicht neu. Wie wir sehen, gibt es noch 2 Stufen. Ach, das Stadion ist bei 100.000 Investoren, sehe ich gerade. Und unser Firmenhauptquartier ist bei 150.000. Okay, also das kann noch dauern, aber wenigstens das Stadion könnten wir noch irgendwann in den Griff bekommen. Kann aber auch, wie gesagt, noch dauern. Und hier oben die Börse. Der Börse beitreten. Treten Sie der Börse bei. Befördern Sie weitere Angestellte, indem Sie in Ihren Städten den Zugang zur Börsen eröffnen. Handeln Sie mit den Anteilen Ihrer Konkurrenten und kaufen Sie diese, um Ihren Umsatz und Ihre Produktion zu steigern. Beeinflussen Sie Auktionen. Der Höchstbietende bekommt alles. Machen Sie Ihren Einfluss geltend, um sich die wertvollsten Posten der Big Five zu sichern und sich vor einer Übernahme zu schützen. Werben Sie Insider an. Schleusen Sie Insider in die Ränge der Big Five ein, um Informationen zu sammeln und Ihre Pläne zu sabotieren.
Das klingt super. Und natürlich übernehmen Sie die Big Five. Beherrschen Sie die Märkte und spielen Sie Ihre Gegner aus, bis es nur noch eine Firma gibt, und zwar unsere. Steigen Sie in die Börse ein. So, an der Börse einzusteigen hat unumkehrbare Folgen für diese Firma. Daher wird eine Sicherheitskopie der aktuellen Daten erstellt. Schon wieder? Ihr müsst wissen, als ich den Spielstand geladen habe und die Umweltkatastrophen aktiviert habe, gab es so eine Meldung auch schon mal. Also gut, wir steigen in die Börse ein. Sicherungskopie ist da. Und wir können jetzt den Börsensaal bauen. So. Und was will mir diese Übersicht sagen? Aktienmarkt. Dies ist eine Übersicht aller börsennotierten Firmen. Hier können Sie Aktien ersteigern oder zum Festpreis direkt verkaufen. Aha. Also. Hier kann ich jetzt mein Anteilsbonus 21%. Jeder Anteil, den Ihre Firma besitzt, erhöht die Rate, mit der Sie Ihren Einfluss erhöhen. Ah ja. Also Einfluss 21%. Okay. Übernahmebonus 10%. Erhalten Sie diese Vergünstigung, indem Sie alle Anteile dieser Firma kontrollieren. Mhm. Tolles Ziel, aber vielleicht etwas später. Und wir sehen, alle sind im Aufschwung auf der rechten Seite des Bildes und die auf der linken sind im Abschwung. Wenn ich das hier richtig sehe, diese Firma versucht, die Verluste zu verringern. Oh, der Arme. Oder auch sie. Naja, gut. Sie war ja noch nie auf dem grünen Ast. Lai Sheng, bei der habe ich ja immer gesagt, die soll hier gewählt werden, das weiß ich noch. Und ich könnte jetzt hier also börsenmäßig mich einkaufen. Einfluss 30, Energiebonus pro... Ach, guck mal, das bringt mir dann Energiebonus und einen Creditbonus, weil sie ist ja steigend, verstehe. Hier wäre das so, dass ich einen Credit-Verlust habe, aber einen Elektronik-Bonus, okay. Schwerindustrie-Bonus auch nicht schlecht, aber auch tendenzfallend blöd. Okay, also ich verstehe das Prinzip. Prinzip ist, je mehr Anteile ich von einer Firma kaufe, desto mehr Eigenschaften kriege ich. Also je mehr Bonus bekomme ich bei ihr hier eben mehr Energiebonus. Und wir sind ja momentan hier oben auf den maximalen Anteil gesprungen. Was mich auch gerade wundert, weil das Kontolimit lag, bevor ich bei der Börse beigetreten bin, noch bei 3,6 Millionen. Jetzt liegt es bei genau 9 Millionen, weil ich einen Anteilsüberschuss von 5,4 Millionen habe. Also, ich verstehe es. Ich kaufe meine Aktie von ihr, weil Energie ist ja immer so ein Thema für sich. So, Auktion beginnen. Startgebot. Was ist das? Achso, aha. Ja. Ja. Was? Das wird uns also keine weiteren Probleme bereiten. Was? Bitte. Der Vorgesetzte sagt ja. Nee. Hier ich. Ich hätte gedacht, dass du so konservativ bist. Bruce, deine Stimme ist wichtig. Ja, gleich Dame. Ja, was? Wie? Oh, jetzt. Was? Was? Sag mal, ich wollte eine Aktie kaufen und nicht mein Bankkonto plündern. Ist das cool. Aber gut, ich will eine Aktie kaufen. Was soll's? Ich habe den Eindruck, am besten ist es wirklich erst am Ende zu bieten. Wie man das ja normalerweise auch so in Auktion macht. Also praktisch, der letzte Bieter bestimmt den Preis. Jö. So. Erfolgsliste aktualisiert. Wow. Das war teuer. Aber egal. Ich kriege jetzt... Ach, das ist sehr aufwitzig. Ich kriege, weil ich das Kontolimit erreicht habe, wieso nicht mehr? Verstehe. So, die ist im Besitz von mir. Die wurde noch nicht ersteigert. Das ist gut so. Was? Sie hat eine Auktion begonnen? Wo? Und wie? Wie kann ich da mitmachen? Das ist nur so eine blöde Frage. Da kam gerade die Meldung, hat eine Auktion begonnen. Stand da oben. Und ich weiß nicht wie. Ach, jetzt habe ich hier übrigens auch einen neuen Reiter. Und zwar den Einfluss. Ist auch interessant, dass es den jetzt gibt. Mit ihrer Firmenstufe steigt auch ihr Einfluss. Jede Stunde. Ai, das ist ja super. Und ich habe keine Ahnung, wofür das nützlich ist.
Mal von abgesehen, dass das Ganze ein wenig, ja, trist ist oder auch nicht. Also, wie man es jetzt auch mal nennen will. Die macht immer noch Verlust. Ich würde sonst auch von ihr so sympathiemäßig einfach mal sagen, hey, komm, ich ersteige auch mal von dir eine Aktie. Aber was soll's? So, und dann haben wir hier die Spionage. Überwachen und sabotieren sie ihre Rivalen. Vorsichtig, alarmiert und unachtsam. Ihn hier mag ich ja irgendwie gar nicht. Kann ich ihn mal ausspionieren? Mal gucken. Wie geht denn das? Insider-Anwerben. Ach, dafür brauche ich jetzt Einfluss. Ja, komm. Hab ich das schon? Ah ja, jetzt habe ich ein paar. So. Ah, und dann könnte ich hier einen Hackerangriff, einen Produktrückruf, einen Patentübertragung, eine Schmutzkampagne starten. Auch interessant. Und was haben wir noch? Monopol. Mhm. Super. Guck mal, so schlecht bin ich ja gar nicht im Vergleich zu den anderen. Ich bin zum Beispiel in der Energie bin ich der Führende. Das ist ja cool. Hey, in der Energie führen wir, in allem anderen sind wir schlecht. Aber in der Energieproduktion, da sind wir gut. Wir haben ja auch den Mond erschlossen.